Dieses Gebäude ist so riesig. Ich weiß gar nicht, welchen Weg ich hier gehen soll. Alles voll mit Flachbildfernsehen. So, Freunde, wir müssen uns gerade so ein bisschen verstecken hier. Irgendwie stehen wir welche an der Tür vorne. Zerstörung lässt sich eigentlich auch nicht großartig sehen. Aber stinkt ganz furchtbar. Mahlzeit, Freunde. So, die Sonne scheint. Und was machen wir dann? Rausgehen. Natürlich. Und wir gucken uns heute was ganz Schönes an. Behaupte ich zumindest mal. Die Sonne, die ballert so richtig, aber vielleicht könnt ihr es im Hintergrund sehen. Ja, ich drehe euch mal hier so ein bisschen. Schau mal, wir haben hier auf jeden Fall viel Natur. Mal gucken, ob wir auch in diese Gebäude reinkommen. Mit dabei ist auch wieder der Jack. Der Jack hat schon mal eine Tür gefunden, aber das mit Stuhl davor. Alter Schwede. Sowas. Und überall ist Licht an hier. Oh, Freunde. Das sieht mir aus wie so ein ehemaliger Tagungsraum hier drin. Da vorne haben sie noch so ein, wie hieß das, Tageslichtschreiber oder, ja, ich glaube, ne? Lang. Die können natürlich hier schön brav reinschauen. Schauen wir hier. So ein kleines Abstellräumchen. Und das hier ist irgendwie so eine Art Behinderten-WC. Hier kann man sich festhalten. Da vorne gibt es so ein Trapez unter der Decke, damit sich die Leute vom Klo hochziehen können. Ob das so eine Art Reha-Klinik gewesen ist, ja. Hier hinten noch alles voll mit Bettwäsche. Ach, du kriegst die Tür nicht zu. Schaut euch das mal an, ey. Sämtliche Bilder aus den Zimmern hier drin. Da haben wir noch Kerzenhalter. Und jetzt, Freunde, habe ich die Kegelbahn gefunden schon. Und überall ist das Licht an hier drin. Ja, die kleine Zapfanlage. Irgendeiner hat den Deckenventilator schon rausgerissen. Der liegt jetzt hier halb auf dem Boden, der ganze Kram. Puh. Noch keine Zerstörung. Aber die Kugeln, die haben sie wohl schon alle mitgenommen. Liegt noch ein ganzer Haufen Kissen rum. Ich weiß nicht, ob das alles die Kissen aus den Zimmern sind, genau wie die Stühle hier. Ich kann es euch nicht sagen. Ich habe irgendwie so das Bedürfnis, das Licht auszumachen.
geht's auch noch weiter. Da vorne haben wir noch ein großes Treppenhaus. Wo wir da hinkommen, weiß ich jetzt noch nicht. Wir schauen erstmal hier rein. Tja. Hier stehen ein ganzer Haufen Fernseher dran. Alles voll mit Flachbildfernsehen. Zwar schon etwas ältere Generation, aber... Telefone, bis der Arzt kommt. Und hier haben sie die ganzen Wasserkocher. Ich weiß nicht, ob diese Zimmer alle mit Küche ausgestattet gewesen sind. Ganz ehrlich, ich weiß gar nichts, was hier gewesen ist, weil... Ob das eine Klinik war, so ein Reha-Zentrum oder was auch immer... Kann man es auch noch mal schön sehen. Überall ist hier noch Strom drauf. Es brummt auch noch so ein bisschen. Da vorne noch ein Kühlschrank aus der Minibar. Da gibt es noch einen kompletten Safe im Schrank. Schaut euch das mal an. Der Verfall ist schon deutlich zu sehen da vorne. Also irgendwie mussten die ein Problem mit Feuchtigkeit gehabt haben. Lieber Himmel. Alles voll mit Minibars und Geldschränken. Da hinten stehen die ganzen Stehlampen rum. Und schaut es euch an, das ist alles noch in Ordnung hier drin. Es ist kaum Zerstörung. So, in diesem Bereich müssen wir wieder so ein bisschen aufpassen. Weil da vorne ist die Straße und die Leute, die können einen direkt sehen. Wir schauen jetzt mal hier in das nächste Räumchen rein. Schau mal, hier vorne gibt es noch so eine Bar mit so silbernen Kronleuchtern dran. Und hier, wie durch so eine Schlosstür, geht es hier weiter. Boden, der kommt hier ganz schön hoch, also muss es hier schon sehr feucht dran sein. Und die ganze Feuchtigkeit, die kann man am besten hier sehen. Ich zeige euch das mal. Das ist eigentlich Teppich, der jetzt mittlerweile so grün geworden ist. Und es scheint hier oben alles durch das Glasdach zu kommen. Angekommen im nächsten Raum und schaut mal hier, überall das Licht an. Und das hatte ich vorhin schon gehört, hier hinter dem Tresen. Bei der Bar. Das ist das 1769. Die Kühlanlage, die funktioniert auch noch. Ich gehe mal mit euch dahinter. Hört ihr das? Da oben ja diese schönen Lampen. Und da kann man durch die Eingangstür direkt nach draußen schauen. Deswegen müssen wir hier vorne so ein bisschen vorsichtig sein. Hier noch so eine kleine Spülküche. Da vorne gibt es so ein altes Telefon drin mit Ladeschale. Und tatsächlich haben sie hier oben noch ein paar Gläser drin gelassen. Aber dass das Ding wirklich schon lange verlassen ist, das sieht man am besten hier dran. Ich weiß nicht, ob die Kamera das so mitmacht. Alles voll mit dicken Spinnweben. Hier vorne, da gab es nur Besteck. Da ist tatsächlich sogar noch was drin. Hier dieser, wie nennen die sich? Ist auf jeden Fall für Fisch, soweit ich weiß. Also gab es hier dann auch schon mal hochwertigeres Essen. Und der ganze Gesamteindruck von... Dieser Location spricht natürlich für sich, ne? Das ist eine ganz klare Sache. So, jetzt gehen wir mal durch die nächste Tür und... Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das alles so richtig auf die Kamera drauf kriege hier. Das ist ein riesengroßer Ballsaal.
Mittlerweile ärgere ich mich, dass ich nicht die passende Beleuchtung mitgenommen habe. Ich habe vorhin noch zum Jack gesagt, oh, es wird alles hell sein. Nee, diesmal nicht. Überall an den Wänden hängen noch alte Kronleuchter und riesengroße Gardinen sind hier drin. Gott sei Dank alles zugezogen, weil direkt dahinter ist nämlich die Hauptstraße. So dass man hier perfekt reinschauen kann. Das wollen wir nicht. Das letzte Stück war, glaube ich, für zwei Personen gewesen. Was auch immer hier stattgefunden hat. Da sind Fußabdrücke auf dem Boden. Ich weiß nicht, wie alt die sind. Und ich möchte auch hier vorne eigentlich gar nicht so richtig gerne rein. Schaut euch das an. Da unten ist der Kurpark. Und hier haben sie überall Sessel und Stühle hingestellt. Soweit das Auge reicht. Und auch hier gibt es so eine Art Buffet. Ich weiß nicht, was das hier gewesen ist. Ja, ich hatte schon gerade gesagt, es ist mit Vorsicht zu genießen hier. Das ist der Kurpark, glaube ich. Aber jetzt ist gerade Kirche. Die Bimmel zumindest draußen. Ich denke mal, dass jetzt nicht mehr allzu viel passieren wird. Hier nochmal so ein Nebeneingang. Da müssen wir jetzt mal ganz schnell dran vorbeihuschen. So, Freunde. Das ist so dicht hier an der Straße. Wir müssen jetzt mal... Ach du Scheiße, da läuft jetzt gerade noch eine her. Wir machen jetzt mal einen ganz schnellen Tauchgang hier unter der Küche durch. Und ich melde mich gleich. Für Gläser. Alles voll mit Gläsern. Was haben wir hier? Detmolder Pilsener. Da vorne, alles voll. Schaut's euch an, ey. Hier. Puh. Ritzen auf Kristall. Das war ja gar nicht mal so billig, ne? Und genauso geht's hier weiter. Das sind doch hier. Da kam dann die Flasche Wasser reingestellt, immer mit so ein bisschen Eis dabei. Weingläser. Und hier haben wir noch die Kühlaggregate. Ach du Scheiße. Wo geht das denn hier noch überall hin? Freunde, der Keller ist riesig. Hier gibt es die ganze Weihnachtsdeko noch in der Ecke. Da liegt noch das Kostüm vom Nikolaus. Ich schwöre, mit so einer verklebten alten Maske, hier hätte man sich theoretisch nur aufsetzen können. Weihnachten. Ein ganzer Keller Weihnachten. Hier die alten Warmhalter fürs Essen. Das war wirklich uralt, das Zeug. Mein Gott, wie alt ist das hier? Das ist natürlich krass. Da rennst du durch so einen Keller durch und hast dann ein picobello sauberes Klo hier hinten. Also was das hier macht, das... Moment mal. Alter Schwede. So, hier haben wir noch eine
Tür. Und ich weiß, Freunde, ich fange jeden Satz mit so an, aber das ist meiner Nervosität und Aufregung jetzt gerade völlig geschuldet irgendwo. Was ist denn das? Ach, mal nix. Mammutkühlung, aha, eine uralte Kühlung. Ja, ist klar, schaut euch mal diese fette Türe an. Also das ist schon mal ein Kaliber, ne? Ach, und hier, da haben wir noch so eine uralte Bar hier hinten. Und ich habe schon aus dem Augenwinkel was gesehen, Freunde. Nochmal so ein Gastraum. Schaut euch das mal an, wie schön das ist. Und riesengroß. Wir müssen hier ein bisschen mit den Fenstern aufpassen. Deswegen kann ich nicht so allzu viel Licht machen. Aber das ist schon krass. Da vorne, da hängt noch die Apple unter der Decke. Und so schöne alte Lämpchen hier drin. Ein schönes Wandgemälde von Herforder Pilz. Krass. Diese Tür, ne? Dieses Geräusch. Hier war die Garderobe. Schau mal, hier liegt noch so ein schöner Zylinder rum. Cool. Panzerschrank gewesen hier. Ja, oder so wirklich klein. Da werden sie wahrscheinlich so ein, zwei Fass Bier stehen gehabt haben. Mal gucken, wo wir hier rauskommen. Dieses Gebäude ist so riesig. Ich weiß gar nicht, welchen Weg ich hier gehen soll. Ich probiere jetzt mal den ersten aus. Mal schauen, wo uns das hier hinführt. Und das sieht mir schon gleich aus wie eine Art Dachboden. Da haben wir versucht, die Tür aufzumachen, hat nicht so ganz funktioniert. Ah, ja, hier haben wir nochmal so ein, ja, da war Tagungsraum, möchte ich fast sagen. Und da geht es dann zu dem nächsten Gebäude. Ist natürlich recht gefährlich, da rüber zu gehen, meine Freunde, schaut mal raus hier. Da unten ist der Gehweg wieder. Mal gucken, wie wir da rüber kommen, ohne dass wir gesehen werden. Schaut euch das mal an. Hier ist noch alles. Zurückgeblieben. Was haben wir hier für kleine Räumchen? Das sieht mir aus wie Umkleidekabinen. Das waren die Garderoben. Da haben so ein paar schöne Bilder drin. Boah, und es ist extrem warm hier drin, Freunde. Die Sonne, die ballert hier so dermaßen durch. Es ist alles offen. Schau mal, da vorne, da wächst schon das ganze Efeu rein. Das wird so eine Art Tagungssaal gewesen sein. Da vorne liegt noch so eine Kinoleinwand auf dem Boden. Zeit für die nächste Etage. Wir gehen aber mal außen rum, weil da draußen ist dieser Laubengang, den ich euch vorhin gezeigt habe. Ich weiß nicht, ob ihr mich jetzt noch sehen könnt. Wir lassen das jetzt erstmal so. Oh, da oben fahren die Autos lang. Ah, ich glaube, diese Treppe, die werden wir gleich raufgehen. Eine alte Putzmaschine. Ich habe diesmal die richtigen Schuhe. Tatsache. Freunde, saubere Arbeitsschuhe. Hier müssen wir ganz vorsichtig erstmal dran langlaufen. Und hier, was haben wir denn hier für einen Keller? Farben und Leuchtstoffröhren. Schaut euch das an. Überall haben sie die Kabel von den Steckdosen schon abgeschnitten. Hier liegt alles voll. Ja, und eine Dartscheibe.
bisschen. Es ist alles noch komplett zurückgeblieben. Warum hat hier keiner irgendwas mitgenommen? Diese ganzen Gemälde hier. Ja, was das für grüne Dinger sind, weiß ich nicht. Farbbänder für eine Schreibmaschine. Das ist eine Minibar. Ich weiß gar nicht, wo ich euch überall hinhalten soll. Also ich bin völlig überwältigt da oben. Noch so ein paar alte Lautsprecher. Ich bin absolut überfordert jetzt gerade hier mit dieser schieren Menge an Eindrücken. Und da geht's genauso weiter. Das scheint die Elektroabteilung zu sein. Alles noch da. Zwar so ein bisschen verkramt, ein bisschen verräumt hier drin, aber trotzdem, alles noch da. Da vorne sehe ich schon wieder Blümchen an der Wand. Mal schauen, wo das hier hingeht. Ah, da steht es nämlich schon. Wellness. Ah, der Jack war auch gerade auf der Suche nach einem Schwimmbad. Mal gucken, ob wir sowas hier auch noch finden. Oh, es wird noch spannend. Da, nochmal Wellness. Wo sind wir jetzt gelandet? Das Schwimmbad, Freunde. Ach nein, ey. Schaut euch das mal an, wie schön. Irre. Da vorne mit so einem Wasserfall. Das ist ja heftig. Warum haben die das Wasser rausgemacht? Aber da hätte ich jetzt Bock drauf. Schön so plitsch. So einen Entenkörper da reinmachen und dann da vorne mit diesen Paddleboarden und da vorne mit der Poolnudel. Boah, Freunde. Ja, mehr darf ich auch nicht machen, weil ich habe nämlich noch nicht mal das Seepferdchen geschafft. Das ist bei mir alles immer nur Hundekraulen, was ich so mache. Da geht's weiter zum Treppenhaus. Das ist irgendwie auch so ein Wellnessbereich da hinten. Hundertprozentig. Hier haben sie die Umkleiden. Da liegt sogar noch ein Handtuch rum. Ja, nicht schlecht. Wassertemperatur 29,6 Grad, Freunde. Das ist wie in der Badewanne hier. Irre. Vorbei an dieser geschwungenen Wand. Da geht's weiter. Und da hingen noch so ein paar Föhne rum. Was ist die Mehrzahl von Föhnen? Föhns oder Föhne? Ob der wohl noch funktioniert? Tatsächlich, Freunde. Also wir können uns jetzt hier tatsächlich noch die Haare föhnen. Und da geht's dann weiter. Oh, scheiße. Da steht's extra dran. Wellness bitte nicht mit Schuhen betreten. Hier. Und? Blöd auch. Da, Freunde. Infrarotkabinen. Das muss ich mir anschauen. Stets Infrarotkabine. Und wenn man jetzt noch ein bisschen platzendes Kleingeld dabei hat, da könnte man es reinschmeißen. Was ist das? So sieht das aus? Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich habe sowas auch noch nicht gesehen. Also die Funktionsweise ist mir nicht so ganz bekannt. Es sieht gefährlich aus. Also wenn mich einer fragt, wo wir sind, ich weiß es nicht. Ich habe mittlerweile komplett die Orientierung verloren. Aber ich sehe da hinten am Ende des Gangs steht dieser Rollstuhl. So, hier haben wir Zimmer 109. Da ist nicht mehr allzu viel drin hier und ist auch recht dunkel. Ich halte euch da hinten nochmal rein. Das ist Zimmer 107.
ich würde sagen, so Stil der Ende 90er, Anfang 2000er. Da vorne gehört noch der Fernseher an der Wand, der ist mittlerweile auch futsch. Puh. Ich würde sagen, da schau mal, eine Glasdusche, das sieht gut aus. Kann man machen, sieht sehr gepflegt aus. Schade, dass das irgendwie zugemacht worden ist. Auf geht's eine Etage höher. Da gab es früher auch wohl mal ein Geländer an der Wand, aber das hat irgendeiner rausgerissen schon. Sehr großzügiges Treppenhaus und alles mit Teppich ausgelegt hier. Alter, schaut euch mal diese Riesengänge an. So, wir schauen mal hier rein. Oh nein, noch mal so ein langer Gang. Hier haben sie das ganze Material gelagert wieder. Zimmer 134. Ja, Freunde, das Einzige, was mir immer so auffällt, der ganze Boden liegt schon voll mit Rattenkacke. Also müssen hier doch schon so einige Nagetiere ihr Unwesen treiben. Und schau mal, da draußen ist der Park. Also wie gesagt, hier ist Vorsicht geboten. Da noch ein Schrank mit einem Minisafe drin. Hier gab es auch Doppelbetten, ja. Keinerlei Zerstörung hier drin. Hier wurde nur halt so ein bisschen zurückgebaut, wie man sehen kann. Auch da hing der Fernseher an der Wand. Also wurde die ganze Sache geordnet runtergefahren hier. Ich muss euch sagen, es ist ein Zimmer wie das nächste hier. Die unterscheiden sich maximal dadurch, dass irgendwo ein bisschen mehr oder weniger Müll auf dem Boden liegt. Deswegen, ich halte euch nicht überall rein, es ist nicht alles interessant. Und wenn ich was Interessantes finde, dann nehme ich euch natürlich wieder mit. So. Raus aus dieser Etage. Die Tür geht ganz langsam zu, wir müssen jetzt aufpassen. Da unten ist wieder der Park. Oh. Und vorne, es ist eine brutale Temperatur hier oben drin. Schaut euch das mal an da. Wie schön das Ding aussieht. Jetzt, wo die Sonne so scheint. Was hat der ganze Innenhof? Der war früher bestimmt mal sehr schön gewesen. Alles komplett zugewuchert. So, wir laufen jetzt hier direkt auf die Hauptstraße drauf zu. Und das ist die alte Rezeption hier. Ach du. Da vorne ist die Hauptstraße, da müssen wir jetzt ganz vorsichtig sein, weil ich wollte mit euch mal eben kurz hinter die Anmeldung huschen. Schaut euch das mal an, hier ist alles noch mehr oder weniger funktionsfähig. Da vorne, das Bedienpult. Und hier waren die ganzen Schlüsselfächer gewesen, wo man auch Post und so weiter kriegen konnte. Und hinter der Rezeption, was haben wir denn da? Da oben steht's drauf, die Brandmeldeanlage. Da gab es noch so einen alten Player für Musik, dass die Leute hier auch so ein bisschen angenehm unterhalten worden sind. Und hier hinten ist nochmal ein Büro. Schau mal, ich habe jetzt tatsächlich mal ein paar Daten gefunden. Also das Neueste, was ich bisher gesehen habe, ist hier. Urlaubsanträge aus dem Jahr 2018. Wie gesagt, ich glaube, der geht so nach hier vor 5 oder 6 Jahren schon mal hier vor der Tür. Und da, was hat denn hier? Oder wollte ich das sammeln? Das ist mir zu heiß. Stellen wir schön wieder an den Platz. Gut, den Bereich, den haben wir. Jetzt schleichen wir uns mal ganz vorsichtig wieder hier. Oh, meine Schuhe, ne? Seht ihr das? Da oben laufen Leute rum. Oh, da müssen wir vorsichtig sein. Ich zeige euch das mal. Da, wenn man da so durchguckt, da oben auf diesem
Treppenabsatz. Da kann man nämlich so herlaufen und die können hier genau reingucken. Was haben sie denn hier? Ach, Freunde, das ist genau das Modell von dieser ganzen Anlage hier. Jetzt weiß ich auch, wir befinden uns gerade hier. Und die Leute, die ich gesehen habe, die kamen hier runtergelaufen. Das heißt, die konnten hier genau schön reingucken. So, Freunde, wir müssen uns gerade so ein bisschen verstecken hier. Irgendwie stehen da welche an der Tür vorne. Ich kann die jetzt zwar nicht sehen. Wir sind jetzt ganz vorne, da wo diese Moorbadewanne aus den 70ern war. Seite gekommen, ganz genau. So, jetzt sind wir wieder vorne an der Straße. Und das ist die Treppe unterhalb von der Lobby gewesen. Da ist der Haupteingang da oben. Ach ey, noch so ein Riesenkeller hier. Guck mal, die ganzen Toiletten, die sind hier als Lager missbraucht worden. Ich denke mal, das war wohl nur für Angestellte hier unten gewesen, weil hier hat ja ansonsten keiner was drin zu suchen. Ne? Hier wird wahrscheinlich der Hausmeister und das Personal hingegangen sein. Wir haben so eine Tür. Da ist unheimlicher Krach drin, mal schauen. Ach, da oben in der Decke, da läuft noch so eine Lüftungsanlage. Weil das ist dieser Akkumulatorenraum, aber den haben sie schon komplett leer geräumt. Klar, bringt ja Geld. Uralter Safe, Freunde. Mit fetten Schlössern. Boah, die Tür, die hat richtig Gewicht. Und was haben wir da drin? Noch ein paar CDs. Nein, Disketten. Windows 95. Ja, die müssen auch in so einen Safe rein. Aber mehr Lüftungsanlage hier als. Meine Güte, schaut euch das mal an, wie verzweigt das ist. Ich wüsste nicht, wie ich sowas bauen soll. Also da würde mir dann auch die Ahnung zu fehlen. Sonny, ich hatte euch vorhin noch ein paar Fernseher gezeigt, wo ich gesagt habe, die sind alle gestohlen worden, die restlichen. Ich zeige euch mal was. Das glaubt mir sowieso kein Mensch. Das muss man halt mal so festhalten. Warte, ich drehe das mal eben um. Schau mal. Hier stehen so überall sämtliche Flachbildfernseher aus dem kompletten Hotel. Ich weiß gar nicht, wie viele das sind und was das für Werte sind. Schaut euch das an, ey. Da unten noch die alten Telefone. Das ist schon krass. Und Gott sei Dank bis jetzt noch keinerlei Zerstörung. Dann gibt es hier noch einen Schreibtisch, da ist noch allerhand Getöse drin, da noch so eine elektrische Zahnbürste. Was das für Dinger sind, weiß ich auch nicht. Kein Plan. Gummihandschuhe. Ja, und das sind alles hier so D-Link-Boxen. Ich nenne das mal so WLAN-Verstärker oder sowas, damit in jedem Handy, in jedem Zimmer auch Handy benutzt werden konnte. So,
vorne sind wir schon gewesen. Ja! Der Jack hat sich eine neue Lampe gekauft. Da bin ich da gerade durch das Räumchen gegangen und ich dachte, er hätte sie vergessen, weil die sah täuschend ähnlich aus. Schau mal hier. Aber das ist eine Fahrradlampe. Mal gucken, ob ich sie ihm verkaufen kann. Hast du deine OLED vergessen? Ja. Deine Lampe vergessen? Nee, die steht da. Ich dachte erst, du hättest sie da liegen lassen. Da muss ich doch jetzt gerade mal direkt drauf schnappen auf das Ding. Eine Tür habe ich hier noch gefunden. Mal gucken, wo es hier hingeht, Freunde. Ach, ich weiß es. Wahnsinn, ey. Hier ist die Küche, denke ich mal. Wenn ich denn hier rum. Tja, da vorne der ganze Kaffeebecher reinmachen, glaube ich. Ja, klar. Die werden eingefroren, die Dinger, und dann hält das die Getränke kalt. Also keine Kaffeebecher unbedingt. So, und hier kommen wir jetzt. Das ist auch nochmal so ein Tresenbereich. Aber wie viele Tresen habt ihr hier gehabt, Freunde? Das ist doch... Da ein Weinkeller. Und hier noch alles voll mit... Mit Gläsern, hier ist keinerlei Zerstörung drin. Ach, das ist der Raum hinter diesem Ding da mit dem grünen Teppich. Ich habe gar nicht gesehen, dass es da überhaupt weiterging. Und das ist dann der Weg hier. Richtung Küche. Das ist ein Fluchtweg. Die Gänge sind freizuhalten. Jetzt weiß ich, warum der Jack das vorhin schon gesehen hat und ich nicht. Oh, guckt euch das an, ey. Was ein riesengroßes Ding hier. Da, die Schubfächer. Bitte keine Eierlöffel einsortieren. Gehören in das Frühstücksbuffet. Es ist alles noch drin. Da, Gewürze. Pfeffer, Salz. Gut, ich kann mir vorstellen, dass das mittlerweile schon ein bisschen klumpig ist, ganz genau. Aber es ist alles noch da. Hier vorne die Spülstraße. Doppelspülstraße tatsächlich sogar. Also hier müssen so einige Leute versorgt worden sein. Ja, hinten das ganze Lager für die... Wie heißen sie? Shuffling Dish? Ja. Absolut irre, Freunde. Da vorne. Desinfektions- und Reinigungssprays. Und überall ist die Decke hier ganz furchtbar am Knacken, weil die Sonne hier schon reinscheint. Das wird wohl mal das Büro vom Küchenchef gewesen sein. Da liegt noch das Telefon. Ja, hier ist natürlich schon so ein bisschen unordentlich alles drin, aber Zerstörung lässt sich eigentlich auch nicht großartig sehen. Aber stinkt ganz furchtbar. Da, der Fettbecher ist auch noch voll. Also da hatten wir in der Klinik aber mal eine saubere Küche gesehen. Hier neben dem Waschbecken geht es auch nochmal rein. Da sind die ganzen Deckel für die Behälter, die sie hier haben. Und was ist das denn? Was sind denn das für Löffel? Freunde, schreibt mir das mal bitte in die Kommentare. Für was ist so ein Löffel? Oder war Uri Geller hier? Der Jack, der hat die Ahnung davon. Der kann mir das bestimmt sagen.
Was sind das für merkwürdige Löffel? Was mache ich mit so einem Ding? Den haben sie jetzt schon so ein bisschen auseinandergebogen, aber ich habe sowas schon mal gesehen. Ich weiß noch nicht, wo es hinstecken soll. Weiß ich so. Es ist. Sind die da? Alles voll, alles voll. Warte, ich hole mal einen. So sieht er aus. Also den anderen, den haben sie schon so ein bisschen gerade gerichtet. Das ist die Originalform, die es da hinten zu Hunderten gibt. Ich habe sowas schon mal gesehen. Jetzt fällt es mir gerade ein. Wie heißt das, der Taste? Wo du mit einem Löffel irgendwo ein komplettes Essen irgendwo darstellen musst. Ach so, Probelöffel, wo du viel Geld für bezahlst und nicht satt von wirst. Jetzt weiß ich auch, wo wir hier sind. Also das... Gut. Ja, es ist schon massiv, ne? Aber eine schöne, helle Küche definitiv. Also zum Arbeiten war es hier bestimmt recht interessant. Und Freund, das hier ist zum Essen warm halten, ob das wohl noch funktioniert. Tatsache, es springt noch an. Also es, überall ist der Strom da. Puh. Aber wir machen hier nichts an und lassen das an. Es bleibt alles so, wie es ist. Nicht, dass irgendwas passiert hier. Wir haben noch eine Kellertreppe gefunden, von der Küche aus, wo wir uns gerade noch befinden. Ja, und da gehen wir jetzt erstmal runter. Ich hoffe, das klappt dann nicht die ganze Zeit so wie in der Küche, wo man sich so beierscheidet. Aber das ist... Gibt es noch so einen kleinen Aufzug? Der funktioniert vom Erdgeschoss bis in den Keller. Also das heißt eine Etage rauf, bis in die Küche. Jetzt weiß ich auch, wo wir sind. Weil dieses Regal, das hatten wir vorhin eingangs schon mal gesehen. Ja, auch nochmal Regal. Spargeltöpfe da oben, glaube ich. Ja. Es ist so eine riesengroße Location, Freunde. Hier steht noch alles voll mit Apfelsaft oder was ist das? Hibiskustee. Hier, sag mal ehrlich. Wer trinkt denn sowas? Holunderblüten-Hibiskustee. Haltbar. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. 2015. Das ganze Bier. Also 2015 abgelaufen, Freunde. Dann kann man davon ausgehen, dass das Ding hier 2014 geschlossen worden ist. Sprich vor 10 Jahren. 10 Jahre lang verlassen hier. Wow. Hier haben wir auch nochmal so einen riesengroßen Keller mit allerhand Getöse hier drin. Ich kriege die Tür nicht zu. Da stehen noch die kompletten Kaffeeautomaten. Vollautomaten, Freunde. Wisst ihr, was die für einen Wert haben? Ich werde bescheuert. Und da hinten steht schon eine Tür offen. Also es wundert mich, dass hier überhaupt noch was drinsteht. Hier die ganze Couch-Einrichtung. Die ganzen Kissen für draußen. Wahnsinn. So, hier müssen wir jetzt mal aufpassen. Hier steht eine Türe offen. Oha, ich höre auch Leute. Hier ein uraltes Fahrrad, meine Freunde. Da vorne ist so ein... Jetzt machen sie mich fertig hier. Da springt da vorne tatsächlich die Lüftung noch an, die Kühlung noch an. Was ist los mit euch hier? Da hinten auf dem Regal ist da eine Lüftung, also ein Kühlaggregat angesprungen.
Rumänen, krass. Wahnsinn. Alter. So, hier hinten haben sie noch so ein paar schöne kleine Anhängerchen. Da, schaut mal. So ein Einachser-Anhänger für ans Fahrrad zu hängen. Ja, ansonsten ist hier hinten nichts mehr los, großartig. Ganz viele Tische und Stühle haben sie hier. Und hier so ein mobiles Waschbecken. Hier hinten, da gibt es tatsächlich noch so einen kleinen Kickertisch. Ich meine, das ist jetzt keine megantische Qualität, aber der sieht eigentlich noch sehr gut aus. Kicker spielen ist cool. Schreibt es mir in die Kommentare. So, Freunde, wir sind wieder draußen. Und ich denke mal, das war's dann auch mit dieser Location. Ja, an dieser Stelle gucken wir mal ganz fix um die Ecke herum hier. Mal schauen, was hier so passiert. Ja, dann würde ich sagen, wenn euch das gefallen hat, ihr kennt das, Abo, Glocke, Daumen und ja, über ein Like würde ich mich auch freuen und vor allen Dingen geht mal beim Jack auch mit auf den Kanal drauf. Dann würde ich sagen, wir sehen uns spätestens im nächsten Video. Haut rein, Freunde.